Wir wollen uns jetzt anhand eines Beispielprojektes, in dem wir versuchen, diese Kreuzung zu simulieren, überlegen, wie man Java-Code schreibt und das auch programmiert, unsere Klassen und Objekte. Wir beginnen dabei mit einem Startprojekt, in dem wir nur diese Lampen erstellen können. Wenn wir uns ein neues Objekt erstellen, dann sieht es so aus. Diese Lampe liegt quasi genau in der Mitte am Anfang. Ich kann jetzt mithilfe der Methode Farbe setzen, zum Beispiel die Farbe umändern und mithilfe der Methode Position setzen im Koordinatensystem verschieben. Dabei ist der Koordinatenursprung bei 0, 0 gesetzt und normalerweise wird nach links oben die Zahlen kleiner und nach rechts unten größer in der Informatik. Wir stellen jetzt unsere erste eigene Klasse, und zwar die Klasse Ampel. Und jetzt muss man sich einfach überlegen, okay, wir schreiben oben hin, was ist das eigentlich? Okay, es soll eine Ampel sein, dann kann man hier noch unseren Autotag reinhauen und die Versionsnummer, machen wir mal 1.0. Den Rest löschen wir mal, das schauen wir uns jetzt Schritt für Schritt an. Starten beginnt jede Klasse mit Class und dann dem Namen. Und wie wir das aus dem Klassendiagramm kennen, kommen ganz oben direkt unter dem Namen sozusagen die Attribute. So, eine Ampel besteht jetzt logischerweise aus drei Lampen, so kennt man das. Wir nennen die einfach mal Lampe oben, Lampe Mitte und Lampe unten. Das heißt, wir haben, haben jetzt schon mal gesagt, okay, wir haben drei Lampen, die haben diese und diese Namen. Und dann sinnvollerweise, weil wir im Koordinatensystem arbeiten, machen wir noch eine X- und eine Y-Position dazu. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Unser Objekt ist ja schon eigentlich da. Wir sehen gar nichts. Woran liegt das? Ganz einfach daran, wenn wir ein neues Objekt der Klasse Ampel machen, dann wird ja aktuell noch gar nichts gemacht. Wir haben einfach nur Attribute definiert. Das heißt, wir brauchen einen sogenannten Konstruktor. Das ist die Methode, die ausgeführt wird, wenn wir ein neues Objekt machen. Und hier müssen wir jetzt das reinmachen, was wir sonst per Hand machen würden. Wir würden sonst sagen, okay, die Lampe oben muss eine Lampe sein. Das heißt, wir erstellen eine neue Lampe und machen das auch Mitte und unten. Dabei ist wichtig, der Konstruktor, wenn ihr hinschaut, heißt genauso wie die Klasse selber. Wenn wir es jetzt das Objekt erstellen, seht ihr, jetzt haben wir tatsächlich was. Allerdings sind unsere Lampen noch irgendwie übereinander gestackt und deswegen müssen wir die jetzt noch verschieben. Das machen wir mit dem Befehl Position setzen, den haben wir ja vorhin ausprobiert. Die oberste Lampe wird auf Position 0,0 gesetzt und die nächste setzen wir einfach um 1 nach unten auf 0,1 und die dritte Lampe ganz nach unten muss dann auf 0,2 gesetzt werden. Jetzt sehen wir schon, wenn wir unser Objekt erstellen, dass die Ampellampen untereinander setzen und wir machen jetzt nur zur Veranschaulichung noch, dass wir auch die Farbe umsetzen auf Rot von der oberen Lampe auf Gelb in die mittlere Lampe und auf Grün bei der unteren Lampe. Dann können wir auch überprüfen, ob denn tatsächlich auch die Lampen in der richtigen Reihenfolge sind oder ob da irgendwas schiefgelaufen ist. Gucken wir uns das an. Wir sehen, passt alles wunderbar. Jetzt fehlt eigentlich nur noch eins. Da wir im Koordinatensystem sind, sollten wir die Position auf den Startwert setzen und das machen wir. Wir setzen sie auf 0,0. Damit ist unsere rote Lampe die Position. Merke also, wenn wir Attribute definieren wollen in Java, dann machen wir das ganz am Anfang der Klasse, ähnlich wie im Klassendiagramm. Und wenn wir das angeben, müssen wir immer kurz sagen, welchen Typ hat unser Attribut und welchen Namen. Das heißt vorne, das nennt man dann Datentyp, weil es ja Daten gespeichert werden, und hinten, das nennt man den Bezeichner. Wie heißt das Ding? So, die üblichen Datentypen, die ihr kennen solltet, davon werden wir später auch noch einige in anderen Videos kennenlernen, ist Int, das sind Zahlen, und zwar Zahlen ohne Kommastellen. Dann es gibt den Datentyp String, der steht für alles, was mit Texten zu tun hat, also wenn man irgendwas Längeres schreiben möchte, wir haben schon Rot gesehen. Character ist die letzte, den wir jetzt schon vorwegnehmen wollen, das wäre, wenn ich nur einen einzelnen Buchstaben habe, der hat auch ein paar Anwendungen, die wir später sehen. Die Attribute, die aus quasi Objekten bestehen, wie zum Beispiel die Lampe, die nennt man Referenzattribute. Warum? Weil wir Referenzen auf Objekte speichern. Wenn wir jetzt eine Klasse, also zum Objekt machen wollen, also wir wollen das Objekt erstellen können, dann brauchen wir einen Konstruktor, damit der Konstruktor dafür sorgt, dass alle Attribute einen sinnvollen Startwert bekommen. Das heißt, ich muss wirklich jede Referenzattribut quasi erstellen und dann die Werte setzen, die ich haben möchte. Das macht man bei den Referenzattributen
mit dieser Punktnotation, mit der ich die Methoden auf dem Objekt ausführen kann. Und wenn ich in so eine Art primitiven Datentyp habe, sowas wie int oder so, dann mache ich das mit einer Wertzuweisung, in der ich mithilfe dieses Ist-Gleich-Zeichens einfach sage, welchen Wert soll es bekommen. Hier bekommt zum Beispiel die x-Position den Wert 0. So, ich hoffe, das hat einiges aufgeklärt. Falls ihr Fragen habt, dann schreibt mir doch einen Kommentar. Ansonsten seht ihr im nächsten Video, wie kann ich denn jetzt Methoden definieren in Java? Lasst doch gerne noch ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen.